Hallo, herzlich willkommen zum Naturheilkunde-Kanal der Kallmeyer Naturpraxis. Im Naturheilkunde-Kanal der Kallmeyer Naturpraxis dreht sich alles darum, wie Sie mit naturheilkundlichen Mitteln Ihre Gesundheit erhalten, Krankheiten vorbeugen oder heilen können. Ich möchte Ihnen gerne Tipps oder Anregungen dazu geben, wie Sie Ihre Gesundheit in Ihre eigenen Hände nehmen können. Denn dort gehört sie hin, in Ihre Hände. Mein Name ist Andreas Kallmeyer. Und heute möchte ich mit Ihnen über das Thema Hitzewallung und andere Wechseljahresbeschwerden sprechen. Und zwar die Frage dazu, was können Sie naturheilkundlich tun gegen Hitzewallung und andere Wechseljahresbeschwerden? Ja, bevor wir anfangen mit dem, was Sie tun können, ein ganz kurzer Blick darauf, was passiert während der Wechseljahre. Hier kommt es nämlich zu einer hormonellen Umstellung bei der Frau. Also in der Regel gibt es eine Zeit kurz vor den Wechseljahren, dann gibt es die Wechseljahre und dann gibt es eine Zeit nach den Wechseljahren, so ganz grob eingeteilt. Und hier kommt es zu einer Verminderung der Hormonproduktion in den Eierstöcken, was ja auch mehr oder minder von Natur aus logisch ist, weil die Frau irgendwann nicht mehr dafür vorgesehen ist, sich noch fortzupflanzen, also rein evolutionstechnisch gesehen. Dementsprechend hat die Natur vorgesorgt und sagt, okay, dann fahre ich das jetzt runter, weil ich brauche es ja nicht mehr. Das führt dann in der Regel jedoch dazu, dass die Eierstöcke gleichzeitig stimuliert werden über die Achse Hypophyse-Hypothalamus. Das führt aber in Summe zu einer sogenannten Östrogendominanz. Das heißt, ein relativer Überschuss von Östrogen im Körper gegenüber den anderen Hormonen wie eben zum Beispiel Progesteron. Was hat das normalerweise oder was kann das für Symptome mit sich bringen bei der Frau? Also typischerweise ist natürlich erstmal die unregelmäßige Menstruation der häufigste Indikator für ein Problem an dieser Stelle. Dann ist der Klassiker für die viele Frauen Hitzewallung. Oft erstmal nachts, manchmal auch um Tage. Manche Frauen berichten auch, dass sie auf einmal so zack und dann, als wenn sie in Flammen stehen. Blutandrang im Unterleib kann manchmal auftauchen, Blähungen und Verdauungsstörungen, Migräne. Zu Blaseninfekten oder Harnwegsinfekten, häufiger Ausfluss, sind Sachen dann sehr bekannt, natürlich die Stimmungsschwankungen oder auch Überempfindlichkeiten. Das Ganze auch noch kombiniert mit Schlaflosigkeit ist keine gute Kombination. Dann tauchen noch gerne mal Angstzustände auf, oft auch noch in Kombinationen oder in Wechsel mit depressiven Zuständen. Dann haben wir sowas wie Heißhungerattacken und oft damit verbunden natürlich auch Gewichtszunahme. Spannungsgefühl in den Brüsten, trockene Schleimhäute im weitesten Sinne, also Augen, Mund, aber eben auch Scheidentrockenheit, was dann eben dazu führt, dass eben Geschlechtsverkehr schmerzhaft wird. Dann haben wir eine oft damit verbunden eine sexuelle Unlust oder Libido-Schwäche, erhöhtes Osteoporose-Risiko, also Knochen erweichen sozusagen mit der Zeit, wo dann ja Ärzte mal gerne sagen, trinken Sie mehr Milch, bitte lassen Sie das, das ist Schwachsinn. Und es gibt übrigens ein erhöhtes Thromboserisiko. Das ist quasi das Paket, was Frauen, die in die Wechseljahre kommen, oftmals mit sich rumschleppen oder rumschleppen können. Die Schulmedizin hat nur eine Antwort an dieser Stelle, das ist die Hormonersatztherapie. So. Das mag bis zu einem bestimmten Grad vielleicht sogar ganz interessant sein, gerade in sehr, sehr hartnäckigen Fällen. Oftmals jedoch können hier verschiedene andere Punkte oder andere Maßnahmen ohne diese Nebenwirkungen, die Hormonersatztherapien mit sich bringen, Erfolg bringen. An erster Stelle würde ich natürlich mal auf eine gesunde Ernährung achten. Ich würde sogar jeder Frau, die massiv Probleme damit hat, empfehlen, zumindest mal so für ein Vierteljahr auf eine komplett vegane Ernährung zu gehen und das zusätzlich noch mit der Erschwerung kein Gluten. Das heißt also, Sie haben eine Ernährung, in der zwar Getreideprodukte erlaubt sind, die dürfen aber kein Gluten enthalten. Sie haben keine Milchprodukte, keinerlei Milchprodukte, sondern rein pflanzliche
Lebensmittel, die Sie zu sich nehmen. Die können Sie zu sich nehmen, wie Sie möchten, gekocht, roh oder wie es Ihnen schmeckt. Das wäre so der erste Ansatz. Und dann zu gucken, wie geht es Ihnen damit. Und zwar so nach einem Monat mal gucken, nach 2 Monaten, nach 3 Monaten. Machen Sie sich am besten eine Liste. Sie können ja meine Liste aus dem Teil unter YouTube, wo noch Text steht, rauskopieren und dann eine Checkliste draus machen und sich dann einfach mal gucken, okay, habe ich nicht. Und dass Sie das einfach mal nach einem Monat, nach 2 Monaten, nach 3 Monaten kontrollieren und schauen, was hat sich getan, was hat sich verbessert. Ich könnte mir gut vorstellen, dass schon viele Beschwerden alleine dadurch verschwinden. Dann können Sie zum Beispiel Leinsamen zu sich nehmen. Das ist ja schon mal vegan per se, weil es pflanzlich ist. Und man weiß eben, dass Leinsamen, das hat eine Studie ergeben, oft so gut wirkt wie eine echte Hormonersatztherapie und gegen Hitzeballon hilft. Dann haben wir als nächstes den Hopfen. Auch pflanzlich möchte ich hinweisen. Auch hier kommt es zu einer Verbesserung der physischen und der psychischen Verfassung und der Symptome. Also quasi aller Symptome, weil es eben auf diesen Hormonkreislauf auch mit einwirkt. Jetzt bitte nicht daran denken, Hopfen ist ja das, woraus das Bier gemacht wird. Also jetzt nicht Unmengen Bier trinken. Mal ein Bierchen mag okay sein, wobei ich auch da in den 3 Monaten erstmal sagen würde, auch keine Stimulantien wie Alkohol oder Kaffee, sondern den Hopfen machen sich bitte in Form eines Tees zum Beispiel. Dann, das können Sie gleich mit in den Tee hinein, Ginkgo. Ginkgo verbessert zum Beispiel die Libido. Und kann hier sehr schön zusammen mit dem Ginkgo, mit dem Hopfen zusammen eingenommen werden, als Tee zum Beispiel. Sie kriegen aber auch Ginkgo-Extrakt oder Ginkgo-Kapseln. Und ich bin mir sicher, es würde Hopfenkapseln geben, wenn Sie also kein großer Teetrinker sind. Dann ein Gewürz, was sehr schön hilft und wirkt, ist der Boxhornklee. Ich persönlich mag ihn nicht so gerne, aber ich habe ja auch keine Wechseljahresbeschwerden. Dieser hilft bei verstärktem Nachtschweiß, bei Schlaflosigkeit und bei Kopfschmerzen, wie aber auch bei Ängsten und Depressionen. Also da haben wir schon mal gleich einen ganzen Packen an Dingen, die der Boxhornklee verbessern kann. Wenn Sie ihn nicht mögen, Sie sollten ihn halt, wie gesagt, täglich einnehmen, weil sonst haben Sie sicherlich den Effekt, den Sie gerne haben möchten. Besorgen sich halt entsprechend Kapseln. Ich werde mir Mühe geben, in den Ergänzungen unterhalb des Videos Ihnen Bezugsquellen dazu zu nennen. Dann ein weiteres Gewürz oder Kraut, was alle Symptome lindern kann, weil es eben auch hier hormonwirksam ist, ist der Fenchel. Ich persönlich würde mir da zum Beispiel einfach mal Anis, Fenchel, Kümmel, am besten noch Kardamom zusammennehmen, wenn Sie auch noch an Magen-Darm-Beschwerden vielleicht damit zu kämpfen haben. Malen Sie das Ganze frisch, bevor Sie sich das aufgießen. Dann heiß Wasser drauf, 5 Minuten ziehen lassen, das Teesieb rausnehmen und dann trinken. Schmeckt meiner Ansicht nach total klasse und hilft wunderbar bei Magen-Darm-Problemen oder bei Blähungen oder anderen Beschwerden, die eben auch bei den Wechseljahren auftreten können. Dann haben wir Tomatensaft. Ja, klingt vielleicht schräg für Sie, aber Tomatensaft hilft laut einer Studie bei Hitzewallungen, bei Gelenkschmerzen sogar, bei Schlaflosigkeit und bei Reizbarkeit. Ich persönlich würde Ihnen eigentlich empfehlen, machen Sie sich Ihren Tomatensaft einfach selbst, indem Sie in dem Fall Tomatenmark nehmen und das mit Flüssigkeit vermengen. Also Kokoswasser wäre die ideale Flüssigkeit, um es zu vermengen. Sie können aber auch von mir aus aus Hopfen sich einen Tee machen und den dazu geben. Sie können dazu noch den Leinsamen und den Boxhorntee geben zum Beispiel und den Fenchel und das fein mahlen und dann trinken. Dann haben Sie quasi einen wunderbaren Kurzsmoothie sozusagen. Geben Sie noch ein bisschen Olivenöl zu oder ein bisschen Schwarzkümmelöl noch mit dazu. Auch das hilft halt bei Wechseljahresbeschwerden. Und das könnte schon Ihr Frühstück sein zum Beispiel oder Ihr Abendessen. Dann wichtig ist Bewegung. Bewegung hat man festgestellt, hilft bei allen Beschwerden und verbessert alle Symptome. Also sowohl Reizbarkeit wie auch Schlaflosigkeit wie auch Hitzeweilung, all diese werden in der Regel zu einem bestimmten Grad mit Bewegung verbessert. Sie müssen deswegen jetzt nicht zur
zur Triathletin werden oder einen Ultramarathon laufen. Es geht um gemäßigte Bewegung. Es kann auch schon reichen, wenn Sie zum Beispiel einen Hund haben, mit dem 2 bis 3 Stunden täglich Gassi gehen oder mit Freunden täglich 1, 2 Stunden walken oder wandern gehen oder einfach wirklich normal nur 1 Stunde joggen, mehrmals die Woche. Kann schon völlig ausreichen. Wie gesagt, es muss kein Leistungssport sein. Moderater Sport ist hier das, was damit gemeint ist. Ja, und dann gibt es noch etwas, was für die Nase gedacht ist, was aber auch gleichzeitig Hitzewallungen hemmt und auch eigentlich normalerweise Reizzustände und Angstzustände auch mit lindert. Das ist der Lavendel. Der Lavendelduft hat hier eine extrem beruhigende Wirkung und es reicht oft schon, ihn über die Nase einzunehmen, um auf Hitzewallungen und andere Wechseljahresbeschwerden einwirken zu können. Sie können sich natürlich den Lavendel auch in ein Trägeröl wie Mandelöl zum Beispiel oder auch Olivenöl reintun und sich damit eincremen, zum Beispiel vom Schlafen gehen oder als Gesichtscreme oder Gesichtslotion, um die Haut zu befeuchten oder in Kokosfett mit einrühren als Beispiel. Sie können natürlich auch Fenchelöl gleich mit dazu nehmen. Auch die Haut nimmt diese Wirkstoffe auf. Also da sind Ihrer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Aber ich bin damit jetzt auch schon am Ende der Möglichkeiten, die so schulmedizinisch bisher weitestgehend erforscht wurden. Mit Sicherheit gibt es noch mehr. Gerade so in der chinesischen Medizin gibt es verschiedene Sachen. Man kann verschiedene Heilpilze mit dazu nehmen. Es gibt in der naturheilkundlichen Bereich verschiedene Sachen, wie zum Beispiel Organpräparate als Injektionen. Aber es sind eben alles Sachen, das ist nur begrenzt jetzt do it yourself. Dies hier sind alles Verfahren und Mittel, die total harmlos sind, die Sie vielleicht sogar in Mengen in Ihrem Kühlschrank oder in Ihrer Küche stehen haben, wo es kein Problem ist, die einzunehmen. Und ich würde Ihnen empfehlen, versuchen Sie es bitte. Stellen Sie Ernährung um, nehmen Sie diese Lebensmittel, Gewürze, Tees zu sich und dann beobachten Sie doch einfach mal, was aus Ihren Hitzewallungen, aus den Gemütsschwankungen, aus der Reizbarkeit, aus der Trockenheit der Schleimhäute und dergleichen im Laufe der Zeit wird. Ich könnte mir vorstellen, es bessert sich. Und wenn nicht, dann können Sie immer noch weitere naturheilkundliche Methoden erstmal ausprobieren und das würde ich noch ans Herz legen, bevor Sie anfangen, so mit Keulen draufzuhauen, wie eben eine Hormonersatztherapie. Ja, ich danke Ihnen für Aufmerksamkeit. Ich hoffe, die Inhalte waren für Sie von Interesse und Sie können etwas damit anfangen. Dann freue ich mich natürlich über eine positive Rückmeldung Ihrerseits oder über einen Kommentar oder über eine Anfrage oder was auch immer Sie machen möchten. Sie finden mich natürlich auf so den typischen sozialen Medien wie Facebook, Instagram, Twitter und dergleichen mehr. Auch da können Sie mich gerne kontaktieren und mir eine Nachricht hinterlassen. Allerdings schaue ich da nicht immer so regelmäßig rein, wenngleich ich regelmäßig poste. Mich würde noch interessieren, welche Themen sind für Sie Interesse? Wenn Sie sich dieses Video ansehen, ist natürlich Hitzewallungen oder dergleichen für Sie interessant, aber was darüber hinaus noch? Und die abschließende Frage: Was sollte ich anders machen? Was stört Sie an den Videos? Gibt es etwas, was ich verbessern sollte? Ja, ich danke Ihnen nochmal für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und tschüss.